Hi, Lea. Kannst du dich noch an ein Fest erinnern, das in Gelsenkirchen in der City war? Wo wir da saßen mit so ein paar Leuten von St. Georg, von der St. Georg-Einrichtung, wo wir da saßen und du gesagt hast, ich glaube, der Marco steht auf mich. Weißt du was? Du hattest verdammt recht. Du hast ausgerechnet mich immer um Hilfe gebeten, ne? Du hast mich immer um Hilfe gebeten. Ja, und ich habe dir mal geholfen, ob es für ein Kuchenbacken war oder bei deiner Abschiedsfeier die ganzen Kuchen. Und wir haben zusammen eine Fahrradtour gemacht, das war ganz gut. Und ich hatte mich schon ein bisschen verknallt in dich, ja. Und das ist eigentlich weg, aber ich erinnere mich jetzt gerade mal wieder dran und spreche das jetzt mal kurz aus. Vielleicht hast du einen Freund jetzt, aber will ihn damit auch nicht eifersüchtig machen oder so, falls du einen hast. Also, falls du keinen Freund hast, könntest du mich nicht mal irgendwie kontaktieren auf irgendeinem Mittel und Weg, würdest du doch rausfinden, wo ich wohne, oder? Und ich weiß ganz genau, dass du diese Sprachnachricht mitkriegen wirst, ja? Und ich weiß nicht, wo du bist. Ob du einen Freund hast, weiß ich auch nicht. Aber es wäre nett, wenn du mich irgendwie kontaktieren könntest, ja? Ich hatte mich damals echt ein bisschen in die verknallt, es war jetzt weggegangen, ja? Aber würde ich dich wiedersehen, würde ich mich direkt wieder verlieben, glaube ich, ja? Und ich glaube, du hast gerade ein bisschen viel um die Ohren, ne? Was dich betrifft, auch mit dem, was ich so ausgesprochen habe, aber ja, du bist eine von vielen Frauen, die ich vielleicht haben könnte, ja, aber da ich mich jetzt an dich so erinnere und du eigentlich die hübscheste Frau warst, die ich in meinem Leben begegnet war, ja, spreche ich jetzt direkt zu dir, ja. Obwohl da draußen viele Frauen sind, ja. Ich spreche direkt zu dir, Lea. Das Krasseste ist ja sowieso, dass ich von den Bildern im Playboy gefunden habe, auf der Online-Seite, ja, das ist krass. Ja. Unglaublich, dass ich dich an die Wand gebracht habe, ne? Ist auch unglaublich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du deswegen ausflippst, aber vielleicht findest du es sogar gut, ne? Und vielleicht hast du gar keinen Freund. Und weiß ganz genau, wie toll ich dich finde, sonst hätte ich mir dein Poster nicht an der Wand geklatscht, ne? Und nach meinen ganzen Aussagen, ich weiß nicht, was das in dir bewirkt hat, aber vielleicht hat es ja was bewirkt. Und wenn das was bewirkt hat, ja, dann könntest du dich vielleicht mal melden bei mir. Und wir machen aus der Wirkung, die du vor mir hattest, ja, vielleicht was Gutes draus, ja. Gemeinsam, meine ich jetzt. Ne? Also, du weißt schon, ja. Ja. Okay, Baby. Ich liebe dich zwar nicht mehr, aber würde ich dich jetzt wiedersehen, ich würde mich direkt wieder verlieben, ne? Auf jeden Fall. Das wäre super. Naja, ich habe auch lange noch an dich gedacht, muss ich sagen. Ich denke heute noch manchmal so an dich da, über dich nach. Ganz kurz aber nur, ist aber keine Liebe mehr, so irgendwie. Du bist mir gerade nochmal eingefallen und wollte die Worte mal eben sagen. Und wenn du Lust hast und das kannst, dann kontaktiere mich bitte. Die Möglichkeit hast du mit Sicherheit.